Einmal ist. Das probier ich jetzt aus. Yeah, voll! Oh. Ein M16 Magazin. Nett. Okay, dann muss ich quasi nach Unebenheiten auf dem Boden suchen. Und dort dann quasi die Schaufel benutzen. Moa! Rifle. Ah, ich check's schon. Und irgendwo ist dann da wahrscheinlich ein Schlüssel. Boah, hier ist nichts. Hier auch nicht. Ah, hier noch was. Okay. Nein. Pistolenmunition, das ist gut. Hier war ich schon, jawohl. Jetzt habe ich aber bis jetzt drei. Wie viel brauche ich denn? Ist das da draußen auch irgendwas? Warte mal, ist das vielleicht irgendwas auch? Nö, okay. Hier ist noch was. Schaufel die. Oh, eine Spritze. Und ich kann sie. Moment. Ich hau mir jetzt eine Spritze rein. Oh. Weil die Spritzen werde ich sowieso nicht mehr holen können. Wahrscheinlich nehme ich einmal stark an. Ist hier. Natürlich ist hier was. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Nochmal Pistolenmoni, das ist gut. Ist hier irgendetwas Merkwürdiges? Und, scheiße, nein, da war nichts. Hier hinten war ja auch noch eine Wiese. Vielleicht ist da auch noch irgendwas Merkwürdiges. Aha, eine unsichtbare Mauer, okay. Hä? Geht eigentlich viel zu schnell und viel zu salopp durch. In der Hoffnung, dass mich hier nichts mehr Böses überfällt. Oh, Inventory voll. Na klar. So, dann droppen wir mal die Schaufel. Oh, was? 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 Alter! Oh, das ist ein Bett. Scheiße, und ich hab... Nein! Ah, ich bin so ein Trottel. Sind da lauter Betten und ich hab mein... Scheiße, ich muss ja da rein. Alter, nein! Wieso hab ich... Oh, ich bin so ein Trottel, wirklich. Wieso habe ich das weggeschmissen? Gewiss, was, ich gehe jetzt mal schnell speichern. Ich hoffe, ich kann da nochmal zurück. Weil... Das Ganze nochmal machen, ohne zu gespeichert zu haben. Hä? Speicherpunkt? Hallo? War da nicht irgendwo ein Speicherpunkt? Ja, aber nicht so weit hinten. Der war auch da weiter vorne, oder? Da war doch auch irgendwo ein Speichergerät. Aha, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Bin ich jetzt blöd? Na, denke ich mal, hier war doch was, meine Güte. Das ist Samstag. Machen wir das hier weg. Saving Progress. So, und dann gehen wir hier durch, ne? Das Spielchen kennt sie ja und muss ich irgendwie schauen, dass ich diese Betten hier eliminiere. Da oben ist es. Nein! Okay,
Sieht er mich nicht? Tatsache, er sieht mich einfach nicht. Huch. Bisschen durch dem Auge geglitscht, hä? Backusing. Dauerhafter Bann vom Server. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sperren diese Türe hier auf und gehen wieder zurück und holen uns einmal unser Gewehr. Ne? Weil ohne dem möchte ich ehrlich gesagt nicht außer Haus mehr gehen. Dankeschön. So, mal nachladen. Denn man weiß ja nie, wann wir den nächsten Schuss wieder abfeuern müssen. So, drei haben wir hier. Vier haben wir hier noch. Also vier Schuss, vier Patronen. So, Spannung. Was erwartet uns hier? Nein. Was? Wer weint hier? War mal klar, dass der Elevator nicht geht, der Aufzug nicht funktioniert. Alter! Ich will da nicht rein. Ich gehe wieder. Ich schaue mich zuerst einmal hier um und hier um und hier um und scheiße, ich muss hier rein. Nein. Oh. Oh. Mod DB Hody Unlocked Custom. Habe ich gar nicht gewusst, dass man das auch kann. Verschiedene Sachen unlocken. Oh, ich speichere mal. Ja, so. Gut gespeichert will gelernt sein. Muss ich da jetzt raus? Ich... Muss ich da jetzt rüberspringen? Heppa! Alter! Jump'n'Run oder was? Oh, schöne Aussicht. Aber... Ah... Oh, tut mir aber leid. Oh, da ist ein Bett. Das Bett hier. Das macht mir keine Angst mehr. Denn ich bin ein professioneller Scharfschütze. Tschüss. Muss ich da jetzt eigentlich runterspringen? Scheint so, oder? So, ja dann. Hallo? Wow! Michael Meyer ist da! So, den verpulvern wir den Schuss. Denn ich muss nachladen. Zack! Du willst doch nicht tatsächlich, dass ich da jetzt rüberspringe. Wie soll ich das schaffen? Und jetzt? Hier? Alter, ich hab Schiss, dass ich da runterfliege. Hep. Au. Hep. Jö. Scheiße. Was machst du hier oben? Was machst du hier? Bist du lebensmüde? Bist du krank? Ich glaube, die Frage erspare ich mir zu beantworten. What the hell are you doing here? Well, hi, Simon. What? I don't understand anything now. What is it that you don't understand? What do you think?
The whole fucking city is crawling with monsters, and I'm just... I mean, suddenly you just turn up on these rooftops? What are you doing here? Are you hurt? Oh, monsters? Simon, you're scaring me. Scaring? What the fuck? This is just sick. Well, maybe it's just... Let's talk about something else. How have you been? I don't know. I'm just confused. You? Not too bad, thank you. Better now that you're here. Yeah, I'm glad you're here too, Sophie. I've been alone all this time. I see. Sounds tough. But what about yourself? Why are you here? Are you hiding up here from those things? No. I really don't understand what you're talking about. I'm just thinking. Thinking? Yeah, I've been doing a lot of that too. Do you remember how you got here? I don't know. No, because I woke up myself, but it wasn't an alley, and... Wait, I can probably show you. Show you. No, hush, Simon. Can't we just sit here for a while? Yeah. Sure. Do you want to know something? Yes. Yes, I do. I want to know just what in the fuck is going on here. Is it about that doctor guy? In the gas mask? Doctor? Simon, please. No, I mean about school. Oh. Yeah? What? Well, I don't know if you knew, but I always had a hard time at school. You were pretty much the only guy who was kind to me. I never said it, but I really want to thank you for making my life a little bit more bearable. You're a cute guy, Simon. Yeah. Yeah, you did have it pretty rough. Thank you. Yeah. I guess... I helped you because I liked you. You were one of the prettiest girls at school, and... I don't know, I just... I guess I wanted to protect you. I don't love you, but I think I could if we got to know each other better. You're so beautiful, Sophie. Why haven't you said anything? I never had the courage. I mean... I wasn't exactly the... toughest kid in school, was I? But now we're here alone, I feel stronger. I've always liked you, Sophie. Oh, Simon, I don't know what to say. I always liked you too, but not in that way. I always thought that you were just a friend, nothing more. I'm sorry. But... Oh, shit. Damn, so much stuff has happened lately. All this craziness, the darkness and the monsters... I think I'm going crazy. I'm so glad I found you. I know. A lot of things have been going on lately. Yeah, really. Was it you who tried to phone me, by the way? Yeah. I wanted to talk to you. To get away from it all. Oh, but what? Out here? No, away from everything. Away from all this. What? What do you mean? You know full well what I mean. Wait a sec, you mean all... No!
No, no, no! Sophie, why did she? What the fuck? This isn't making any sense. Oh mein Gott, was ist denn das bitte? Kann ich ja nicht richtig trauern? Why? Why? You sick fuck! Alter, jetzt zeig am Bosskampf auch noch! Alter! Ah, was bist du, Alter? Was ist das, Alter? Hey, was spuckst du da, du Drecksau? Wow, au! Wow! Okay, die können nicht zu mir kommen. Headshots. Nein, ich muss nachladen, ich muss nachladen. Lalala. Gut, die kommen nicht zu mir rüber. Bam! Voll in your face! In your face! In your face! Okay, ich will die restliche Munde nicht verschwenden, drum nehme ich einmal die hier und sage einmal BAM! Na, nicht davon fliegen! Komm, bleib da! Bleibst du da? Ein Schuss noch. Nein! Nachladen, nachladen. Oh. Bam! Aber was ist mit Sophie? Sophie. Da unten liegt sie. Warum hat sie das getan? Warum nur? Ich verstehe es einfach nicht. Und vor allem, was sind wir? Sind wir geisteskrank? Sind wir gestört? Vor allem, wie kommen wir beim Dach wieder runter? Ist ja keine Tür. Oder muss ich jetzt ernsthaft wieder runter alles? Schauen wir mal, vielleicht müß ich runter, ja. Aber das mit Sophie ist schon ein bisschen tragisch, muss ich zugeben. Okay, das schaffen wir. Und Eppa! Ich hoffe, dass jetzt keine neuen Monster kommen, aber wie komme ich jetzt darüber? Ah, so, okay. Okay. Achso. Jo, Freunde. Und ich würde mal sagen, was uns hier unten dann erwartet, das werden wir dann in der nächsten Aufnahme erfahren. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen, obwohl es eine etwas traurigere Folge war mit Sophie. Ja, Freunde, er hat sie geliebt. Sie hat ihn aber als, nur als Freund gesehen. Wie man es im richtigen Leben auch kennt. Und ja. Wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Tschüss.